Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Mafia 3. Wir sind immer noch am Abschlachten, um den Schlachthof einzunehmen. Oh, da ist schon einiges los. Was ist denn da, was sind das für Typen? Wieso stehen die hier einfach so auf der Straße rum? Wieso holt die Frau jetzt die Bullen? Ich hab die doch gerade befreit. Tut mir leid, ey. Ich muss dich abknallen. Wer wird noch jemanden erschießen? Tut mir leid. Ich erschieß hier gar keinen. Ja, okay, ich erschieß doch fast jeden, aber egal. So, hier liegt jede Menge... Oh, wer bist du denn? Ach, du bist gar kein Böser. Sorry. Wenn du die Bullen jetzt holen willst, nur weil ich dich angeschossen habe, dann sorry. War keine Absicht. Okay, gibt's aber irgendwie noch mehr. Ach so, der ganze Krempel hier. Moment. So, das schlage ich alles kurz und klein hier. Komm schon. Mach's kaputt. Klinkeln. So, und den Schrank auch noch. So, und jetzt geht's weiter zum nächsten. Das ist da hinten. Da gibt's noch mehr Schnaps. Deinesgleichen hat dir nichts verloren. Oh Gott! Oh Gott! Alter, wie viel hältst du aus, ey? Okay, das habe ich auch erledigt. Aber wirklich viel Geld habe ich jetzt... Ah, doch, hier. Gib mir die Kohle. Sehr schön. Alter, die leben beide noch und sehen beide gleich aus. Das sind zwei Zwillinge. Beide haben... beide sterben direkt nebeneinander auf die gleiche Art und Weise. Oh, es tut mir so leid. Okay, meine Knarre ist komplett leer. Meine Lieblingsknarre. Ich könnte mir eigentlich auch mal eine neue Knarre kaufen, oder? Ich habe ja jetzt inzwischen ziemlich viel Kohle. Könnte ich eigentlich mal machen. Und zwar holen wir mal unseren Waffenwagen hier. Ich brauche Nachschub in Point Verdun. Bin gleich da. So, wo kommt denn der Gute? Oh, guck mal, er hier. Mal schauen, was er so für Waffen hat. Ich schaue nochmal nach Okay, zeig, was du auf Lager hast. Normalen Gewehren, und zwar hier Schrotflinten, Pistolen, automatische Waffen, Gewehre, genau hier bei den Gewehren. Das habe ich ja schon. Dann gibt es hier noch das Ding, hat allerdings eine geringere Feuerrate. Die Mayweather klingt nicht schlecht. Die Viper klingt auch nicht schlecht, ist aber ein Scharfschützengewehr, oder? Schnellfeuermechanik. Nee, das ist kein Scharfschützengewehr, aber es hat ein Zielfernrohr. Oder ich gehe erstmal hier auf Treffgenauigkeit. Genau, dann machen wir erstmal das. Und, wow, dafür haben wir auch noch genug Kohle. Treffgenauigkeit um 60%. Machen wir das auch noch. Weil das ist nun mal das Beste, weil alle Gewehre direkt davon betroffen sind. Okay, $600 für neue Munition, die sparen wir uns. Du weißt, wie du mich finden kannst. Ich finde schon irgendwo Munition. So, weiter geht's. Müssen wir erstmal mit unserer Pistole vorlieb nehmen. So, hier gehe ich mir noch ein Erste-Hilfe-Paket, beziehungsweise eine Adrenalinspritze ist es ja. Abholen. Die Polizei muss verständigt werden. Oh, sorry. Sorry. Holt er jetzt echt die Bullen? Oh, ein Playboy. Okay, hier kann ich leider nicht sehen, ob da irgendwelche Gegner sind. Deswegen nehme ich den direkten Weg. Okay, der Kerl da. Wer bist denn du? Du kriegst erstmal auf die Fresse. Ich weiß nämlich nicht, ob du böse bist oder nicht.
Deswegen geht's erstmal auf die Fresse, bevor Fragen gestellt werden. So, und dann vorne vom Laden stehen auf jeden Fall zwei Typen. Die muss ich erstmal ausschalten. Die sitzen da in dem Auto, oder was? Der Mistkerl hat ja nichts verloren. Greif ihn an. Ach, das sind drei. Ich schieße jetzt. Der Penner denkt, er schafft mich. Ja, tue ich auch. Wo ist jetzt die Zeugin hin? Wo ist der Zeuge? Oh Gott, der Zeuge läuft hinten weg. Verdammt. Okay, hallo? Vielleicht schaffe ich das ja schnell genug. An alle Einheiten. Oh fuck. Es liegt eine Meldung über einen männlichen Schwarzen vor, der in Irish Point mit einer Schusswaffe hantiert. Das heißt, ich muss hier schnell weg, Leute. Ja, den Bullen ist auf jeden Fall nicht zu spaßen. Vor allem der Radius ist echt richtig groß, wo die mich jetzt suchen. Oh fuck. Oh, ich habe noch nicht mal ein Auto. Ich muss schnell hier oben raus. Ich bin fast aus dem Radius raus. Komm schon, das schaffe ich. Juhu, geschafft. Okay, das müsste eigentlich reichen. Die sollten sich mal lieber freuen, die Leute, dass ich da die ganzen Verbrecher ausschalte, als dass die direkt die Bullen rufen. Spacken, ey. So, jetzt muss ich warten. Komm schon. Die Polizei fahndet immer noch nach mir. So, Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole, Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Schnell wieder zu meinem Geschäft da hinten und dann den Rest noch klein knüppeln. Oh, hier liegt auch noch jede Menge Zeug. Oh, unbefugtes Betreten wieder. Muss ich dir wohl auf die Fresse hauen, oder? Geht das so? Ne, das geht so. Okay. Ich dachte, der beschwert sich jetzt. So. Pass auf! Was zur Hölle soll das werden? Auf, du Dorfkotte. Wo ist denn das Geschäft jetzt? Da hinten. So weit bin ich gelaufen eben? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ah doch, da sitzen noch die Typen, oder? Hä, da sitzen ja wieder neue Typen jetzt vor dem Laden. Die habe ich ja eben schon erschossen. Oder ist das ein anderer Laden jetzt wieder? Hä? Der Typ ist auch wieder hier. Oder ist das ein neuer Laden? Ich glaube, ja, das war ein anderer Laden, oder? Es ist jetzt einfach wieder da, das Geld. Keine Ahnung. Okay, die Jungs kommen jetzt rein. Der Kleine gehört mir. Wenn ihr so blöd seid und hier reinkommt. Ich verpiss mich. Gib mir Feuerschutz, solange ich nachlade. Schnapp ihn dir. Alter, ins Auge geschossen. Kohle nehme ich mit. Die Kohle auch. Das kann ich alles gut gebrauchen. Und das Auto nehme ich auch mit. So. Und dann haben wir jetzt alles erfüllt, oder? Also, ich könnte natürlich noch den Kram machen, aber ich finde Ralph. Ach komm, das machen wir auch noch. Keine Ahnung, ob es mir im Endeffekt was bringt, aber es gibt auf jeden Fall eine Geldbelohnung dafür, also scheint es dort irgendwie Geld zu geben, was da rumliegt. Und, keine Ahnung, vielleicht habe ich sonst noch irgendwelche Vorteile davon. Upsi, sorry. Das sieht die Bullen auch nicht. Ich habe direkt vor der Nase der Bullen einen fetten Unfall gebaut und das sieht die einfach nicht. So. Dann werde ich mir hier den Sicherungskasten mal schnappen. Ah, es ist auf jeden Fall ein größeres Haus hier. Wieder so ein Lagerhaus. Scheiße. Also, das werde ich Brooklyn jetzt. Komm ich hier rein? Nein. Aber wahr ist es trotzdem. Okay, das wird eine aufwendigere Aktion hier.
Gute Frau. Schönen Tag noch. Gut, dass sie jetzt gehen. Hier geht's nämlich jetzt gleich zur Sache. So, das Geld nehme ich mir mal, ne, gute Frau? Haben Sie nichts gegen. Gut, gehe ich mal hier durch. Hier kommt jetzt gleich einer um die Ecke. Oder auch nicht. Wie lange ist er schon hier drin? 3, vielleicht 4 Tage. Tage? Scheiße, Jack. Du musst ihn doch bloß ein bisschen aufmischen. Rausfinden, was er weiß. Er hat sich benommen wie ein Arschloch, hat mir nichts erzählt. Also wollte ich ihn etwas schmoren lassen. Sieht er jetzt vielleicht so aus, als ob er schmort? Was zur Hölle soll ich tun? Der Schlachter dreht mich doch durch den Fleischwolf. Gott, ich will nicht sterben. Du stirbst schon nicht. Lass uns die Schlacht ganz normal durchziehen. Dann kommen wir zurück und kümmern uns um den toten Oder auch nicht. Nee, ist nicht Ralph. Okay, die schalte ich trotzdem aus. Der andere kriegt gar nichts mit. Das ist beschissen! Für diesen Versuch mal dich mit jemandem von dann. Und tot. Welche letzten Worte, Boy? Haben die mich jetzt entdeckt? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die mich entdeckt haben. Ich zieh den Kopf ein. Die Wachposten haben auf jeden Fall eine komische Haltung auf einmal angenommen. Das, was von dir übrig bleibt, verfüttere ich an meine Hunde. Da ist der. So, der weg und der Wachposten, der muss direkt ausgeschaltet werden. So, sehr schön. Denn ich habe keinen Bock auf Verstärkung hier. Die haben alle keine Munition für meine Lieblingswaffe. Okay, da oben ist Ralph. Ich würde aber erstmal, ich würde gern hier irgendwo hoch. Gibt's hier nicht irgendwo eine Treppe? Doch, hier. Moment, hier liegt Geld. Geld, wo ist es? Da. $250, wow. Okay, ich bleib erstmal doch noch unten und sammle hier alles ein. So. Das nehme ich alles. Oh, wir haben noch einen Wachposten da hinten. Medizinisch gesprochen ist er verdammt tot. Du auch. Du auch, mein Bester. So, dann wollen wir mal hinten die Treppe hochgehen. Moment, wo war das jetzt mit der Treppe? Oh, oh. Nicht laufen. Haben die mich jetzt gehört und gesehen? Verdammt. Okay, da hinten kommt jetzt der Wachposten runter. Jetzt kommen die alle nacheinander runter, das wäre voll gut. Ich glaube, das tun sie sogar. Wie kann er noch leben? Genau da, wo ich ihn haben will. Kannst du das nur zu sagen brauchen? Die sind direkt hinter uns! Eingekesselt! Ich brauche Hilfe! Wie kannst du noch leben? Okay, dann gehe ich mal hoch. Gott, bitte, lass mich nicht so sterben! Alter, die haben hier überall die ganzen Gefangenen, ne? Sind verdammt krank, die Typen. Sehen wir mal hier nach. Na doch, kann ich. Vor allen Dingen, wenn ihr so schön einzeln alle um die Ecke kommt. Hast du irgendwas vor? So, das waren, glaube ich, alle. Der gute Ralphie. So, Ralphie, du musst noch einen Moment warten. Ich muss kurz noch das ganze Geld einsammeln. Denn nicht, dass noch irgendwas passiert, wenn ich dich befreie, dass ich da keine Zeit mehr für habe. Das wäre sehr ärgerlich. Oh, guckt euch die Kohle an, Leute, wie sie wächst unten.
Schon wieder 10.000. Also die Aufträge sind auf jeden Fall lukrativ. Ich überlege... Hat der Typ da eine Waffe in der Hand? Für die nächsten Missionen... Ja, hast du nicht mitbekommen, dass ich hier alles abgestartet habe? Für die nächsten Missionen wirklich die ganzen Nebenmissionen hier zu machen, auch wenn es nicht mehr nötig ist. Es gibt richtig viel Kohle. Wer zum Henker bist du? Ich rette dir den Arsch, du kleiner Hühnerdieb. Also los jetzt. Ups. 10.000 gibt das nochmal für die Institution. So, aber jetzt bekomme ich doch langsam keine neuen Aufträge mehr, oder? Schalte die Schlägertruppe aus. Ich versuche das mal einfach bis ins Endlose zu treiben. Mal gucken, ob die Missionen immer wieder kommen oder ob ich... ob das irgendwann aufhört. Das würde mich nämlich jetzt interessieren. Ich bin überhaupt kein Fan von sowas, wenn solche Missionen endlos sind. Aber ich will es jetzt ausprobieren, ob das jetzt immer weitergeht oder... Mein Gott, ey, wie komme ich raus aus dem Puff hier? Da ist eine Tür. Ach, da komme ich nicht raus. Oh. Die Waffe kann ich eigentlich wegstecken. Wie die Frau schreit, ist die behindert? Stirbst doch gar nicht, oder habe ich auf dich geschossen? Wenn ja, dann war es keine Absicht. Okay, mal gucken, was hier los ist. Ah, von hier komme ich nicht hin. Muss ich einmal um den Block laufen. Guten Morgen, ja. Gute Frau. So. Schauen wir mal, was ist denn jetzt hier Sache? Du bist vorbei, Blödmann. Du hattest die Gelegenheit dazu, diese Scheiße in Ordnung zu bringen und du hast sie nicht hingekriegt. Ja, das waren die wieder. Und $542. Ah, die Missionen scheinen aber nicht wiederzukommen. So, jetzt könnte ich den hier noch schnell erledigen. Erledige Sonnys Vollstrecker. Brauche ich erstmal ein Auto für. Irgendwer hat für die Karre hart gearbeitet. Hinter mir stehen direkt die Bullen. Da stehen sie. Und die machen nichts. Also da ist noch ein bisschen Verbesserungsbedarf bei den Entwicklern, finde ich. Bei der Polizei-KI. So, von hier müsste das doch auch gehen, oder? Schauen wir mal. Die Zeit für Verhandlungen ist längst vorbei, Blödmann. Du hattest deine Chance, diese Scheiße in Ordnung zu bringen und hast sie nicht genutzt. Was jetzt passiert, geht auf deine Kappe. Schluss mit dem Gezappel! Verschwinde von hier, Nigger! Alter, vor Schönheit! Ich hab den miesen Hurensohn. Ah, es sind doch einige. Ich bin der Falle! Ich verrate doch, was er will! Ich sitze hier für dich! Guck dir an, solange ihr nachhält! Meine Knarre ist leer! Alter, wie viel haltet ihr aus? Ich sitze fest! 7 Schuss nur noch. Sechs. Oha, weg da. Ach, gut, dass du mir genau in die Flinte läufst. Ich hätte nicht mehr viel Munition gehabt. Vielen Dank dafür. So, dann muss ich mir doch gleich wirklich eine andere Knarre suchen. Ansonsten muss ich Geld nachher rausgeben für Munition. Das sehe ich ja gar nicht ein. Da mein wertvolles Geld für zu verschwenden. Nicht mehr raus. Du schuldest, was du schuldest. Aber vielleicht schickst du ja mal dein hübsches Frauchen rum.
So, ansonsten gibt es hier aber nichts mehr, oder? Ah, ich habe ein paar Kugeln aufgesammelt für meine Lieblingswaffe. So, Moment, hier sammle ich noch kurz das elektronische Zeug da ein. Keine Ahnung, warum das hier immer so rumliegt, aber naja, Spielmechaniken, Leute. Man muss sie nicht immer verstehen und sie müssen auch nicht immer Sinn machen. Okay, aber wie wir sehen, ist das Ganze endlich. Also es ist nicht so, dass die Sachen unendlich weitergehen. Das hier könnte ich auch noch machen, hier mit den Schwarzbrennern und so, aber ich will es jetzt nicht auf die Spitze treiben. Und für diese Episode ist eh die Zeit um. In der nächsten Episode reden wir dann mit Bear Donnelly. Leute, würde mich sehr freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. Hier bei Mafia 3. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.